Der wird sich mit Cradock auseinandersetzen und eine Live-Session dazu machen, ein paar, sozusagen einen Einblick darin geben. Und dann Thomas, der da nochmal sozusagen auf Splunk, Cradock, Elasticsearch, Kibana eingeht, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie das ist, wenn man tausende Daten hat, mit denen man da umgehen muss. Genau. Also, Stefan, ich übergebe gleich an dich. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, Thema ist Cradock 2. Da hat ein Programm, also ein Dienst, was auch für Logging zuständig ist. Ich möchte jetzt mal anfangen mit zentralisiert Loggen. Für wen von euch war das schon mal ein Thema, überhaupt irgendwie Logfiles irgendwie zentral vorzuhalten oder ähnliches? Fast alle Hände oben. Für die Hände, die noch nicht oben waren, da müsste ich vielleicht mal ein paar Punkte anlegen, warum man eigentlich noch nicht zentral loggen will. Also fällt da ein. Man möchte vielleicht die Festplattenaktivität auf seinen einzelnen App-Servern irgendwie reduzieren. Wenn man vielleicht einen Cloud-Server von Amazon oder von Heroku oder ähnliches verwendet, dann hat man überhaupt keinen persistenten Speicher, wo man Logfiles reinkippen kann. Vielleicht möchte man ein einheitliches Interface, wo man versuchen kann, nicht nur grep und tail. Vielleicht möchte man auch jemand anderen als Nicht-Techniker, also vielleicht einen Menschen aus dem Business sozusagen, an die Logfiles lassen. Überhaupt, wenn es dann an Filter, Animation oder Visualisierung geht, dann bietet sich so ein Tool halt auch durchaus an. Sinnvoll sind zum Beispiel auch Alerts, wenn man halt vielleicht bestimmte Filter setzen möchte, wie wenn es ganz auffällig viele Mail-Fehler oder Mail-Zustellungsfehler in der letzten Stunde gibt, dann brauche ich irgendwie Informationen oder wenn es ganz viele 404 oder 500 Fehler auf meiner App gibt, also irgendwas kaputt ist, dann möchte ich vielleicht informiert werden. Also man kann dadurch schon aus seiner App überprüfen und Fehler schnell finden. Und wenn man halt eine App entwickelt nach dem SOAR-Prinzip, also service-orientierte Architektur, dann ist Logging, zentrales Logging auch wichtig, um halt Nutzeraktivität durch alle Services hindurch überhaupt zu tracken und zu sehen, was hat der Nutzer überhaupt getan in dem einen Service und was dann an dem anderen und ähnliches. Und diese Punkte, die geht Cradock, wie auch einige andere Services an. Und von der Cradock Webseite sozusagen, was macht Cradock? Centralize all your log messages, collect terabytes of log messages, process in real time, search and analyze in seconds. Also große Versprechen, man kann hier alles durchsuchen. Cradock 2 basiert. Also hat er nicht alles selber geschrieben, sondern basiert natürlich auf bereits vorhandene Technologien, die das einfacher machen, zum Beispiel Elasticsearch. Wer ist denn überhaupt Cradock 2? Wer steht dahinter? Das Interessante ist, mal ausnahmsweise ist es mal ein deutsches Startup, also kein amerikanisches, sondern ein deutsches Startup in Hamburg. Er ist jetzt auch nicht allzu neu, sondern durchaus die Software an sich ist schon jetzt 5 Jahre alt. Und seit 2013 ist das Startup auch zumindest in irgendeiner Form finanziert. Cradock 2 ist kostenlos nutzbar, das ist unter der GPL lizenziert. Und das Businessmodell von Cradock 2, von der Firma von Cradock 2, sieht halt einen kommerziellen Support vor. Das Ganze basiert auf Java, das ist eine Java-Software, die halt auch Elasticsearch mit, ist dementsprechend alles auf Java. Aktuell ist die Version 0.92 und gestern wurde die Version 1.0.0 Beta 1 veröffentlicht, also ganz frisch. Wir nähern uns zum finalen stabilen Zustand. Wie gesagt, schon seit 5 Jahren ist schon einige Aktivität auf GitHub passiert. Also es ist Open Source entwickelt, man kann es auch verfolgen, also entsprechend Issue Tracker auf GitHub. Und das ist auch sehr schön. Wie ist Cradock 2 aufgebaut? Es besteht eigentlich aus mindestens 2 Komponenten. Das ist der Cradock 2 Server und das Cradock 2 Web Interface. Soll ich mal hier kurz zeigen? Also meistens ist es so, man hat irgendwelche Devices, vielleicht das kann zum Beispiel unsere App sein oder unsere mobile Anwendung vom Telefon, möchten wir vielleicht auch die Logs einsammeln oder unsere Server oder irgendwelcher Text. Und das Ganze schieben wir durch die sogenannten Inputs, schieben wir quasi in die Cradock 2 rein, könnte es dadurch die Filter verarbeiten, in bestimmte Streams einsortieren und am Ende wird es ins Elasticsearch eingetragen. Cradock 2 hat auch einige Anbindungen an andere Systeme,
hier wird zum Beispiel Box, Planck und andere Business Intelligence Systeme aufgeführt. Habe ich selber keine Erfahrung mit, aber schön zu wissen. Wie gesagt, die Alerts kann man in Gradle 2 direkt definieren und durch die Web-Oberfläche kann man dann ganz bequem darauf hantieren. Dazu später mehr eine Live-Demo. Wie integriere ich das in meinen bestehenden Flow? Na, da gibt es schon so einige Plugins für diverse Sprachen, Frameworks und ähnliches. Ganz wichtig natürlich auch die Syslog, damit kann man dann notfalls auch alles loggen oder falls gar nicht geht, dann auch über HTTP einfach Post-Requests an den Gradle schicken. Und so kann man die Logfiles sehr gut erstmal zentral einsammeln. Und bevor ich hier noch weiter irgendwelche Folien zeige, möchte ich eigentlich direkt zur Live-Demo kommen. Ich habe da mal eine Testinstanz aufgesetzt. Das Installationsskript, das befindet sich da auch noch, ist auch noch verlinkt. Das ist quasi ein Envoy-Skript, das könnt ihr auf eine VBox irgendwo klicken und dann ausführen. Und habt da dieselbe Instanz, wie sie jetzt hier zu finden ist. Ich glaube, ich das mal ein, ich habe das Gradle 3 jetzt aufgesetzt, ist noch nichts aktiviert. Und kommt dann hier zu so einer Art Oberfläche. Und kann dann hier, das Hauptinterface ist quasi eine Suchmaske, die ich irgendwie benutzen kann. Nun ist da jetzt noch nicht viel drin. Und das ist die rote 1 hier oben, möchte ich schon auch was sagen zu dem Thema. Also, wir haben quasi keine Inputs definiert. Also, es gibt keinerlei Möglichkeiten. Es sind keine Prozesse gestartet, die auf irgendwelchen Ports laufen. Nun habe ich mir mal ein bisschen was vorbereitet und habe hier sozusagen meinen Syslog auf dem System so konfiguriert, dass der alles an einem bestimmten Port auch abwirft. Und definiert den. Das heißt, der lauscht jetzt hier auf einem bestimmten UDP-Port und sammelt das alles ein. Ich kann mal gucken, ob schon was passiert ist. Nee, dann logge ich mich mal aus und wieder ein. Und dann sehen wir hier sozusagen schon von diesem Log, was einfach reingekriegt wurde. Und hat dann hier sozusagen zu jedem Zähler Log Message hat man verschiedene Felder. Das ist wahrscheinlich bei anderen Log-Systemen ähnlich. Detect-Felder. Und kann danach dann entsprechend hier suchen. Das ist sozusagen Syslog, kann man einfach anbinden. Spannend ist auch Weblogging. Da hat uns Gradle hier schon ein Consent-Paket vorbereitet, um Nginx direkt mal hier anzubinden. Jetzt schalte ich einfach mal an. Und jetzt geht einfach mal auf die Suche. Und jetzt sehen wir schon, hier ist sozusagen schon einiges passiert an Get-Requests, die ich selber fabriziert habe, einfach durch Aufruf dieser Oberfläche. Und aber hier zu jedem, zu jeder einzelnen Nachricht habe ich so ein Interface. Und das Schöne ist, man kann jetzt hier direkt gleich Filter setzen. Dann kann man sagen, jetzt bitte nur alles mit der IP. Dann hat mir die Oberfläche oben sozusagen das eingetragen. Jetzt könnte ich weitersuchen, nur mit der IP alle Log-Messages, die sozusagen das Feld IP mit dem Wert halt haben. Also noch rechtlich hier die Anzeigen. Schön sind auch solche den Request-Path, also was war die Anfrage, da kann ich mir hier die häufigsten Values direkt anzeigen lassen. Also meistens war irgendwie zu der URL, sehe ich gleich direkt hier die häufigsten Sachen, also kann ich zum Beispiel gucken, bei meinem echten Beispiel jetzt zum Beispiel, von welcher IP kommen die meisten Anfragen auf meinem Server, oder kann es halt anderen Suchanfragen kombinieren und hier auch direkt in der Oberfläche zusammenknüpfen zu einer großen Suchanfrage. Also wird einfach hier hintereinander. Das finde ich ganz hilfreich, um schnell mal alle Logfiles zum Thema zu suchen. Man kann auch einfach nur was eingeben, das wird dann auch gesucht. Also zum Input. Also das wird dann alle Felder einfach so durchsucht. Das läuft durch das RSC Search eigentlich sehr bequem. Dieses Content-Paket hat noch ein bisschen mehr für uns gebaut, nämlich alles, was Gradle hier hat, nämlich das sind auch die Streams. Ich kann Log-Message, die reinkommen, direkt in verschiedene Streams einsortieren. Und das hat den Vorteil,
dass ich bestimmte Streams bestimmten Nutzern geben kann. Ich kann sagen, was ich, alles was mit Nginx getaggt ist, das gebe ich an den Nutzer Web oder so, und da kann dann halt vielleicht nur ein kleiner Nutzerkreis, ein bestimmter Nutzerkreis zugreifen. Also diese Streams sind quasi vorgefertigte Filter, die ich einfach dann verwenden kann in genau, die dann einfach als vordefinierte Filter sozusagen laufen. Da kann ich in diesem Filter dann, in diesem Stream dann weiter suchen. Das Weitere, was ein Stream ist, ich kann da auch Alerts definieren für den Stream, also jetzt hier bei zum Beispiel 404 Seiten, also kann ich sagen, Manage Alerts, und dann kann ich direkt sagen, wenn mehr als, keine Ahnung, 100 Nachrichten in der letzten Stunde, dann schickt mir die E-Mail oder ähnliches. Das ist auch schon mal ganz nett. Und das Ganze kann man dann auch aus Streams und Suchanfragen kann man sich beliebig Dashboards zusammenbauen, falls es interessant ist, wo man dann bestimmte, warte mal ein paar Sekunden, da komme ich auch überall ein paar Diagramme, beziehungsweise 404 haben wir noch nicht, machen wir mal 404. Dann haben wir hier den 404 direkt sozusagen drin in den Dashboard. Das ist eben so ein Zeitverlauf. Ja. Ganz kurz möchte ich nochmal den HTTP-Input-Stream zeigen. Also wir kriegen auch nochmal Input an. Vom Typ 11 HTTP. Mach den mal auf Port 8080. So, und dann bin ich jetzt auf dem Server und mach mal ein Curl Request an. Oh, falscher Port. So, ich mache einen Post Request und schicke hier quasi den JSON die Informationen und dann entsprechend auch ein Short Message. Host, Facility und dann wie viele weitere Texte, die normalerweise mit Underscore denotiert werden. So, dann sind wir jetzt mit 202 gestartet und das ist sicher, sozusagen. Also dann taucht es auch mit dem Log auf. Also kann auch über HTTP sehr leicht da Nachrichten schicken und funktioniert. Irgendwelche Fragen bis hierher? Zum System, zu den Sachen? Also was auch geht, ist, wenn man einen Zahlenwert hat, zum Beispiel die einzelne Dauer des Requests, dann kann man hier auch man sich da auch bestimmte Statistiken zu ausgeben lassen, also wie hoch war die Standardabweichung für meine Dauer des Requests, also gucken, wie schnell war der Request, für bestimmte Zugkriterien, die ich mir oben halt definiert habe, und kriege auch hier schnell Werte raus. Man kann mir halt auch so einen Zahlen, so ein Diagramm bauen über die Zeit, über verschiedene Filtermöglichkeiten, ist nicht ganz so mächtig wie bei Kibana, aber schon mal ein guter Anfang. Und wenn man vielleicht Diagramme braucht, wie sie in Kibana halt vorgesehen sind, dann kann man Kibana immer noch nutzen, weil das Ganze Elasticsearch ist. Also man kann da einfach seine Kibana auch mit ranschmeißen und dann sich selber da noch weitere Diagramme basteln. Der Vorteil bei Greylock gegenüber Blockstash und Kibana, den ich halt auch sehe, ist halt diese Nutzertrennung. Also man muss halt seine Elasticsearch nicht dem Nutzer zeigen, also man kann da eine gewisse Sicherheit einbauen. Dann sagen bestimmte Nutzer, können halt nur Log-Nachrichten vom bestimmten Typ angucken. Und was ich auch sehe, der Konfigurationsaufwand am Anfang ist deutlich kleiner. Also das Aufsetzen habt ihr gerade gesehen, so die Einrichtung, das ging relativ zügig. Und in der neuen Version mit dem hatte ich auch überhaupt keine Probleme mehr. Dazu zur Installation. Seit ein paar Monaten gibt es jetzt halt auch endlich entsprechende RPM oder Web-Pakete und damit ist die Installation eigentlich ziemlich leicht. Und das Schöne ist, Greylock selbst pflegt auch Ansible, Puppet und Chef Pakete, die man nutzen kann, um dort halt mit ganz einfach Kommandos zu installieren. Das habe ich auch für meinen Server hier verwendet. Die Alternativen sollte man nicht unerwähnt lassen. Also klar, ich denke, Elasticsearch, Logstash ist da
der Elefant im Raum. Ich habe da selber wenig Erfahrung mit, vielleicht kann er jemand später noch dazu was berichten. Ansonsten gibt es ja noch viele Hosted Services, die es noch davon anbieten. Ja, da gibt es einen großen Markt an Diensten. Und eigentlich bin ich damit auch schon am Ende. Möchte auch dazu sagen, also wenn ihr loggt, solltet ihr auch immer bedenken, was ihr loggt. Das können natürlich auch sensible Daten sein. Sag nur Post-Request eines Logins, enthält Passwort, ja, oder eine Registrierung enthält Passwort, Passwortbestätigung. Die sollte man irgendeiner Form filtern. Session-Hash kann gefährlich sein, ja, wenn es auch möglicherweise vertrauliche Daten, Kreditkartendaten, ähnliches, da müsst ihr eigentlich darauf aufpassen, dass er das nicht mitloggt. Bei IPs müsst ihr immer darauf gucken, dass die, ob er die braucht oder nicht. Weil durch so einen Zugriff auf so einen Log-Server kann man sehr gut bestimmte Daten von uns herausfinden. Genau. Da bin ich auch schon am Ende eines großen Vortrags. Der Vortrag, der ist noch bestimmt verlinkt. Der ist auch schon im GitHub von MediCN. Und ja, falls ihr noch Fragen habt. Ja. Performance-mäßig, wie groß sollte der Server sein, muss der Server sein dafür? Also, ich habe jetzt das hier mit Amazon Instanz gemacht. Ich habe erst mit der kostenlosen Instanz 1 GB. Das war ein bisschen wenig. Also, wir haben 2 GB RAM für die minimale Instanz und dann kommt noch an, wie viele Traffic laufen lässt. Mhm. Persönlich sind wir da jetzt, bei uns läuft es auf so einem mittelgroßen Server, ich würde sagen 16 GB RAM oder sowas. Und da laufen auch noch andere Dinge drauf auf dem Server. Und das ist überhaupt kein Problem. Also wir lassen alle unsere Apps, die wir haben, die loggen da rein und das ist jetzt nicht gerade merkbar in Performance. Das hängt immer davon ab, was du halt loggst. Also wir haben jetzt ein knappes Jahr und das sind jetzt vielleicht 15 GB oder sowas an Festplattenplatz, die Logfiles draufgehen. Also das hängt immer davon ab, was du halt. Vor allen Dingen ist es halt nicht viel. So. Ich denke, auch für kleine Apps macht sowas schon durchaus Sinn, also zentral zu nutzen. Einfach weil man kriegt irgendeinen komischen Bug-Report von einem Nutzer. Mhm. Und allein durch die Zeit kann man vielleicht schon eingrenzen, wer das war. Wenn man dann vielleicht noch über sein Log-System vielleicht noch, man kann das vielleicht auch nur mitschicken, welcher eingeloggte Nutzer das war. Also man weiß es ja. Oder sowas. Man kann danach gut filtern und dann nachverfolgen, was der Nutzer getan hat, welche Aktion er nicht vorgenommen hat, was der wohin gepostet hat oder was auch immer. Das ist immer ganz hilfreich. Da werden wir schon ein Treffpunkt viel geholfen. Anmerkung. Welche Input-Streams nutzt du? Bitte? Welche Input-Streams? Also da gibt es ja zig zur Auswahl. Gibt es da irgendwie Empfehlungen? Oder also RabbitMQ gab es dann ja direkt über HTTP und... Also wir nehmen einfach jetzt hier TCP bzw. Google TCP, also der TCP dann regiert. Und dann einfach auf dem Board durch Firewall halt entsprechend schützt oder VPN, nachdem was du Setup hast und dann einfach dann mehr lesen lassen. Okay. Also die sogenannte GELF. Extended Log Format. Ja, okay. Danke, Stefan. Also, falls keiner mehr Fragen hat. Okay, dann als nächster Thomas, der aus seinem Nähkästchen plaudern wird. Also, unser kleines Performance-Thema kann man irgendwie ein Thema. Wer steht da mal? Nee, das ist mir auch nicht. Ach komm. Ja, stimmt. Ja, stimmt. So, hast du schon. Ja, das ist schon mal nicht. Vorletzte Woche. Ja, aber dann. Der Leserinnen und Leser, die Ausleihe schließt in 30 Minuten.